Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, meine lieben Freunde. Ich habe gerade den letzten Wochenvlog fertig gemacht. Er kommt heute online. Also, wenn ich etwas in den letzten Wochen geschafft habe, dann war es, jeden Montag meinen Wochenvlog zu posten. Alle anderen Sachen sind ein bisschen fragwürdiger, aber das habe ich immerhin geschafft. So, und jetzt muss ich mir eine To-Do-Liste schreiben, weil irgendwie muss ich einige Dinge erledigen und ich vergesse die ganze Zeit was und wie und. Deswegen schreibe ich mir das jetzt einfach mal so auf, anstatt es die ganze Zeit nur im Kopf durchzugehen, weil irgendwie kann ich es mir nicht merken. Ich muss mein Video hochladen. Da möchte ich eigentlich Haushalt machen, also putzen, aber weiß ich nicht, wie weit ich da komme. Dann muss ich meine Pfandflaschen abgeben. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich auch machen und dann in Verbindung plus einkaufen. Ich habe einfach gar kein Gemüse und ich habe in letzter Zeit auch viel zu wenig Gemüse gegessen. Auf jeden Fall das, was ich selbst gemacht habe. Deswegen. Das muss ich einkaufen. Was muss ich noch machen? Ich muss noch Papierkram ausdrucken. Das muss ich aber morgen früh machen. Aber ich schreibe es mir schon mal auf, damit ich es nicht vergesse. Weil ich habe morgen meinen Termin beim Bürgeramt. Es war halt so der schnellste Termin, den ich kriegen konnte. Irgendwas musste ich doch noch machen. Ah, mein Zimmer muss ich immer noch einräumen. Also ich habe da immer noch eine Kiste stehen. Kisten ausräumen. Ich wollte halt eigentlich mit dem Mathe-Übungsblatt heute direkt anfangen, aber. Ich glaube, dafür reicht leider die Zeit nicht. So, aber ich. Ah, mein Gott, ich muss noch ein Päckchen abholen. Päckchen abholen. Okay, das mache ich jetzt auch gleich noch, wenn ich dabei bin. Ja, und dann gehe ich heute Abend wieder zum Tanzen. Ja, aber das war es jetzt auf jeden Fall erstmal. Gestern eine Bestellung bei Amazon aufgegeben, weil ich werde. Ich habe es im letzten Vlog erwähnt. Ich werde meiner Mitbewohnerin die Fitbit verkaufen. Und dann habe ich halt neue Armbänder für sie bestellt. Plus noch ein neues Ladekabel, weil ich ja meins leider nicht finde und ich kann es halt nicht aufladen. Und die Bänder sind halt schon so. Ich habe die halt immer zum Sport getragen und man sieht es denen auch an. Ich habe es versucht sauber zu machen, aber es ging nicht. Ich war so, komm, ich hole ja einfach neue Bänder und fertig. Und dann habe ich mir noch Eisen bestellt, weil ich mal davon ausgehe, dass ich nicht genug Eisen im Körper habe, zu mir nehme, wie auch immer. Leute, nicht vergessen, Vitamin D nehmen. Jetzt vor allem in den Wintermonaten in Deutschland. Sehr wichtig. So, ich glaube, ich probiere mal die Banane-Mate. Weil das interessiert mich, wie die schmeckt. Weil irgendwie voll viele Leute lieben die und ich kann es mir halt irgendwie nicht so ganz vorstellen. Oh, habe ich irgendwie nicht erwartet. But it's kinda good. Ich nehme gerade probiotische Kapseln. Wie heißen die? Probiotics. Kulturenkomplex mit Bio-Inulin. Ja, auf jeden Fall so. Probiotische Kulturen. Das schmeckt halt gut. Hä, das ist voll komisch. Also ich hätte es mir niemals gekauft, weil alles, was mit so Bananengeschmack ist und halt nicht wirklich Banane drin ist, bin ich immer so, thank you, I'm good. Aber das ist gut. Jetzt habe ich, glaube ich, fast alle Mio-Getränke probiert. Jetzt fehlt mir nur noch Lemongrass. Das probiere ich jetzt auch nochmal mit euch. Ah, aber bisher ist, glaube ich, Ginger mein Favorit. Schmeckt halt so asiatisch irgendwie. Weil ganz oft in so asiatischen Gerichten so ein bisschen Lemongrass drin. Schmeckt auch lecker, aber schmeckt nicht so stark. Das ist mein Favorit und die Farbe ist auch voll schön. So, Leute, jetzt muss ich los. Ich werde jetzt eben kurz einkaufen gehen und Pfandflaschen abgeben muss ich und Päckchen abholen. Merkt ihr das, Laura? Da bin ich auch schon wieder, meine Lieben. Ich habe eine super spannende Sendung bekommen. Es ist halt einfach so, ich konnte es gar nicht abwarten, dass es ankommt. Oh, da haben wir es ja. Henry James, The Figure in the Carpet. Das ist eins von den Büchern, die wir in Englisch lesen müssen. Es ist halt wirklich nur ganz kurz, guck mal, das sind wirklich nicht viele Seiten. Es sind gerade mal 50, nee, 55, 56 Seiten. Aber das ist so. Eine Literatur, die ich mir für das Studium holen musste. Ja, genau. Ich habe das übrigens auf so einer Secondhand-Seite gekauft und das hat einfach nicht mal 2 Euro gekostet. Also wirklich Schnapper. Hier drauf steht, es hat 1 Pfund gekostet. Ich habe halt für den Versand mehr gezahlt als fürs Buch. Hallo Fokus, wo bist du? So Leute, ich hatte einen super produktiven Tag. Ich habe so viel geschafft. Ich bin selbst geschockt. Und ich habe sogar eben noch die Wohnung geputzt. Wow, I'm impressed. Ich hoffe, mein Zopf sieht in Ordnung aus. Ich habe den gerade nochmal neu gemacht. Muss ich gleich nochmal die Datei hier angucken.
Meine Powerbank sollte ich mitnehmen, weil ich nicht mehr so viel Akku. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zum Tanzen. Und beim Tanzen und auch irgendwie so generell in der Hinsicht filme ich irgendwie nie, weil ich bin halt nie sicher, ob die Trainer das möchten, okay finden, wie auch immer. Und ich bin halt ehrlich zu scheu zu fragen, ob ich vloggen darf. Und dann bin ich immer so, ich will nicht, dass Leute wissen, dass es meinen YouTube-Channel gibt. Deswegen, hier steht irgendwas ab. Ich weiß aber nicht, wo das hier hingehört. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt los. Eigentlich bin ich gut in der Zeit, aber ich will halt auch nicht zu spät sein. Es ist leer, Leute. Shawn Mendes ist leer. Das ist übrigens das Parfüm, was ich mir vor ein paar Tagen ins Auge gesprüht habe. Es riecht gut. Es riecht wie ein Parfüm, was ich schon mal hatte. Von Britney Spears. Ja, ich hatte damals ein Britney Spears Parfüm. Es hat genauso gerochen wie das Shawn Mendes Parfüm. So, tschüss, Habibi. Jetzt habe ich hier als nächstes, ich benutze jetzt so Pröbchen, Armani Code und das riecht irgendwie voll geil. Vor allem, wenn man es drauf hat. Oh mein Gott, ich glaube, ich kaufe mir das. Das riecht so geil. Was habe ich hier denn noch im Angebot? Narciso von Narciso Rodriguez. Habe ich noch eine La Vie Belle Probe. Dann haben wir hier noch Carolina Kurkova. Ich kann gerade die Gippie-Musik nicht machen. Finishers. Shirin David. Oh, Step in die Soiree, Attitude is Nikki. Okay, halt's Maul jetzt. Wir haben es verstanden, dass du den Text kannst, Laura. Ich weiß nicht, warum ich euch jetzt meinen Parfum gezeigt habe. Doch, ich habe euch noch was Cooles zu empfehlen. Und zwar, einmal ganz cool, Cher. Diese Seife spendet eine Seife an einen Menschen in Not, der Seife braucht. Und diese Seife riecht so geil. Das ist Vanille Patchouli und wir haben die jetzt, ne, die ganze Zeit schon bei uns im Bad liegen. Die riecht so gut. I love it. Wirklich, I love it. Sogar palmölfrei und vegan, Leute. Take notes. So, meine lieben Freunde. Hey, what's good? Ich bin einfach heute den ganzen Tag durch Berlin gegeistert. Ich hatte nämlich einen Termin beim Bürgeramt. Kennen wahrscheinlich die Leute von euch, die umgezogen sind. Man muss sich halt in einer neuen Stadt melden. Und in Berlin kann wohl mal so ein Monat vergehen, bis man halt einen Termin bekommt. Und dann hatte ich meinen Termin, bin heute hin und so weiter und hatte die richtigen Unterlagen nicht dabei. Ich habe es mir irgendwie schon gedacht. Ja, muss ich mir noch einen Termin machen und dann halt mit den richtigen Sachen hin. Ich habe es heute ausdrucken lassen und ich war halt in so einem Copyshop. Und irgendwie hat es einfach, ich habe es zweimal ausdrucken lassen, aber es hat, ne, ich habe sogar dann noch das dritte Mal versucht, aber dann habe ich nur die erste Seite ausgedruckt. Und es war immer irgendwie schief, das Format war irgendwie falsch. Also Technik und ich, wir sind auch nicht so wirklich Freunde. Naja, auf jeden Fall habe ich, ich habe zwei Päckchen von Amazon gekriegt. Weil ich habe euch ja erzählt, ne, dass meine Mitbewohnerin das, die Fitbit nimmt. Guck mal, die sehen aber auch nicht so richtig schwarz aus. Die sind auch eher so dunkelgrau, I would say. Die sehen aber sonst genauso aus. Was ja noch viel wichtiger ist, ist erstmal das Ladekabel. Ah, stimmt. Ja, genau. Und ich brauche noch ein Buch für Englisch. Ich war gerade so, was habe ich denn alles bestellt? Und ich habe mir Eisentabletten geholt. Ich habe euch ja gesagt, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich einen Eisenmangel. Deswegen habe ich mir Eisentabletten geholt. Von Natural Elements. Habe ich da noch irgendwas von? Ne, das hier ist von Sonnenfreund. Irgendwie sehen die alle so ähnlich aus. Und die sind sogar noch mit Vitamin C. So, ich krieg's nur irgendwie hier nicht auf den Mist. Was soll das? Passt das, wenn dann noch so ein kleines Stück von dem Plastik irgendwie drin hängt. Ich werde jetzt so lange dran rumhantieren. Naja, hab's abbekommen. Wie viele muss man täglich nehmen? Täglich eine Tablette unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit. Ach, das sind richtig Tabletten. Ich dachte, das sind so Kapseln. Aber nein. Manchmal sind halt Tabletten voll eklig, aber manchmal geht's. Die hier geht. Ob das genug Flüssigkeit ist, ich bezweifle es. Die schmeckt irgendwie ein bisschen nach Hundefutter oder so. Naja, auf jeden Fall, we will see. So, und dann habe ich hier noch ein weiteres Buch für Englisch. Oh, das ist aber ein dickes Buch. Es ist Shakespeare. The Taming of the Shrew. Was ist ein Shrew? The Arden Shakespeare. Ach so, das ist wahrscheinlich eine Sammlung. Ah, das habe ich gar nicht gecheckt. Ach so, okay. Okay, da wird sowas erklärt und so weiter. Das ist nicht einfach nur Shakespeare. Shakespeare vor allem. So, und dann hier. Das, worauf ich gewartet habe. Das Ladekabel für die Fitbit. Und es sind halt zwei Ladekabel drin, weil zwei war halt günstiger als eins. Das ist auch so, wo ich mir so denke, wie funktioniert das? Aber ich habe echt kein einzelnes gefunden, was
weniger gekostet hätte, sondern irgendwie hat dann das Einzelne mehr gekostet. Voll lang. Das, was ich hatte, war viel kürzer. Naja, ich werde jetzt erstmal eben die Fitbit aufladen. Dann kann ich das alles ready machen. Sie scheint zu laden. Die Qualität von dem Ladekabel ist leider nicht so gut wie das Originale, aber ich finde es einfach nicht. Dann sind es immerhin zwei. Wisst ihr, wenn es jetzt nicht so lange hält, hat man immerhin nochmal ein zweites zur Auswahl. Dieses Ding ist halt magnetisch. Also das originale Kabel, wenn man es dran macht, das geht so richtig rein und das hält auch eigentlich ganz gut. Aber das hier hat so ein bisschen so einen minimalen Wackelkontakt irgendwie. Naja, wird in Ordnung sein. Genau, das war meine wunderbare Bestellung. Ich werde mich gleich mit Jule treffen. Beziehungsweise Jule kommt hierher. Dann sieht sie auch mal meine süße Wohnung, meine süße WG, beziehungsweise. Ja, ich habe euch ja immer noch keine Roomtour gemacht, weil ich habe es immer noch nicht geschafft, hier so richtig also nicht aufzuräumen, aber halt so richtig einzurichten. So, meine zwei Bücher hier kommen zur Seite, die brauche ich noch nicht. Die nur schon mal im Voraus bestellt, weil ich war so, ich weiß es, ne, wenn es soweit ist, habe ich wieder die Bücher nicht geholt und dann, ne, dann kommt hier nie was bei raus. Deswegen ist immerhin eine Sache, die ich on time gemacht habe. Ja, jetzt stellt sich die Frage, lohnt sich das, diese Sachen von Amazon zu behalten? Brauche ich das noch? Ich könnte halt irgendwas anderes da drin verpacken, ne? Ja, ich glaube, das behalte ich. Ich habe halt so ein paar Sachen, wie meine Lampen zum Beispiel, die ich ja eigentlich zum Filmen brauche, beziehungsweise Lampen und Stativ. Die habe ich halt jetzt hier liegen, aber ich benutze die zurzeit halt gar nicht. Und irgendwie bin ich so, ich will die gar nicht so in meinem Zimmer hinstellen, wisst ihr? Dann habe ich wieder diese dumme Lampe immer stehen. Deswegen muss ich irgendwie einen Weg finden, das irgendwie in meinem Zimmer zu verpacken. Ich habe mir schon überlegt, das alles so unter mein Bett zu machen. Also ich könnte mir so einen Bettkasten holen. Ich habe da auch schon so einen Karton drunter liegen, aber halt keinen richtigen Kasten so. Wobei, ich habe zu Hause welche. Ja, aber wann kommt das nächste Mal jemand von zu Hause hierher? Könnte ich halt alles einfach unters Bett schieben. Wisst ihr, und dann ist es so aus dem Auge, aus dem Sinn. Immerhin aus dem Auge. We will see. Und ich hasse das, ne? Ich denke mal so, oh, wie cool. Jetzt habe ich ein paar Tage meine Ruhe. Aber meine Zöpfe lösen sich einfach immer auf. Bleib doch da drin. It makes me so sad. Stay. Obwohl so, geht. Geht. Leute, ich muss mir unbedingt neue Ohrringe holen, weil ich hatte ja die ganze Zeit die echt goldenen drin und dann habe ich ja einen verloren im Club. Oder auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo der ist, wisst ihr? Und dann dachte ich so, ach ja, lustig, mache ich mal wieder meine billigen Primark-Ohrringe rein. Ich hatte echt eine Woche lang so Schmerzen an meinem Ohrloch. Also das war voll so entzündet wieder. Und das hatte ich halt echt schon lange nicht mehr, weil ich habe eine Zeit lang die ja immer irgendwie getragen. Ich weiß nicht, ob es mich einfach nicht gejuckt hat oder was da los war. Auf jeden Fall dachte ich so, okay, ich glaube, die kann ich leider nicht mehr reinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das an diesem Verschluss liegt, weil das so aufdrückt. Weil das war halt richtig so wie so ein Kreis hier so drumherum. Das hat so weh. Now won't you come here, I got the chocolate factory come through. Ich muss erstmal überlegen, was das nochmal für ein Lied. Schreibt es in die Kommentare. Nur kleiner Hint, das ist der letzte Künstler von meinem letzten. Es ist der gleiche Künstler wie von meinem letzten Ratespiel. Da habe ich auch gesagt, ratet mal, wer das ist. Und es ist schon wieder der gleiche. Yeah. Yeah. Ich wollte meine Schuhe anstellen. So, ich muss nämlich meine Air Force waschen, weil ich habe da auch immer noch ein bisschen das Blut drin hängen. Weil für die Leute, die es verpasst haben, ich bin immer so, muss ich das überhaupt erklären? Weil ich habe das Gefühl, die Leute, die immer meine Vlogs gucken, die gucken halt immer meine Vlogs und die wissen eh alles. So, ich brauche nicht mal sagen, so, ey Leute, falls ihr das verpasst habt, weil, who did? Deswegen, ja, ich habe mir meinen Fuß aufgerissen und deswegen dachte ich, packe ich die guten Schuhe mal in eine Waschmaschine. Genau. Außerdem muss ich eben neues Waschmittel holen, weil ich wurde auch in meinen Kommentaren darauf hingewiesen, dass mein Waschmittel ja für weiße Wäsche ist. Klar kann man das auch für schwarze benutzen, aber da ist halt mehr Bleichmittel und so weiter drin. Das heißt, wenn ich meine ganzen schwarzen Sachen damit wasche, sind die irgendwann nicht mehr schwarz, dann sind die irgendwann gräulich und so weiter, ne? Deswegen hole ich neues Waschmittel für meine bunten und schwarzen Sachen. Und dann kommt gleich schon Jule. I'm back. Und natürlich habe ich nicht nur Waschmittel gekauft. Hey, immer wenn ich im Spiegel angucke, bin ich so, oh damn. Und dann gucke ich in die Kamera und ich bin so, pretty, aber nicht ganz so. Und dann gucke ich wieder in den Spiegel und bin so,
Man sieht sich einfach selbst schöner, oder? Wobei, nicht unbedingt, ne? Und wie es halt bei DM ist, man findet immer noch 7 weitere Sachen. Und deswegen mache ich euch einen kleinen Haul. Ich brauche unbedingt Crunchy Müsli für meine Acai Bowl. Und deswegen habe ich das hier gekauft, das Hafer Crunchy. Das ist einfach ganz plain. Es gibt noch so Schoko, es gibt noch irgendwie Apfelzimt, es gibt noch irgendwas mit Kokos und so. Da war ich so ganz ehrlich, ich hole mir einfach das plain und dann kann ich mir reinmachen, was ich will. Wenn ich Lust auf Kokos habe, packe ich Kokos dazu. So, kann man einfach machen. Genau, dann habe ich mir eine Kerze geholt. Die hat mir nämlich eine Freundin empfohlen und dann war ich so, komm, wenn mir das schon jemand schreibt und sagt, Laura, hol dir diese Kerze. Wieso nicht? Die ist halt von Kneipp, hat 7 Euro gekostet. Ist wirklich nicht groß, diese Kerze. Also so Ikea kostet diese Kerze, glaube ich, 2 Euro. Aber der Duft ist halt... Ist schon geil. Sandelholz Patchouli. Mit natürlichem ätherischem Öl des Patchouli. Das riecht so gut. Das riecht so gut. Und ich freue mich schon richtig, irgendwann kuschelig in meinem Bett zu liegen, diese Kerze anzumachen. Oh, schön. So, jetzt muss ich die noch irgendwie hier schön hinstellen. Ach ja. I'll fuck you right away. Und hier steht, unsere Kerzengläser können dank ihres praktischen Holzdeckels, sprechen kann ich auch nicht, dank ihres praktischen Holzdeckels vielseitig als Aufbewahrungsbehälter wiederverwendet werden. Für die Reinigung der Kerzengläser empfehlen wir heißes Wasser und Spülmittel. Ja, und wenn die leer ist, wobei ich glaube für meine Pinsel ist die nicht so gut. Ich habe halt noch kein Glas, so, wo ich meine Pinsel reinstellen kann, weil ich wollte nicht das von zu Hause mitnehmen. Wo hatte ich das drin? Ich glaube in diesem... In der Verpackung von Shirins Parfüm. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja noch eine andere Aufbewahrung. So. Dann habe ich mir Wattestäbchen gekauft. Jetzt alles hier ohne Kunststoff. Die Verpackung ist schon aus Pappe. Die Wattestäbchen selbst sind auch aus Papier. Nichts mehr mit Plastik. Ich fand die Verpackung irgendwie voll schön. Kann ich mir hier auch als Deko aufstellen. Naja, gibt Schöneres. Ohren putzen ist einfach. Manche sagen, man soll es nicht tun, aber... Ich liebe das. I'll fuck you right away. I fuck you right away. Okay. Dann, wofür ich halt auch wirklich hingegangen bin, ist Waschmittel. Ich habe irgendwie kein Pulverwaschmittel von Frosch gefunden für bunte Wäsche. Also da war jetzt für bunte und weiße. Aber das war irgendwie so ein sensitiv irgendwas. Und irgendwie war ich mir da nicht so sicher. Keine Ahnung. Und dann habe ich das hier gefunden. Da war ich so, Alter, mit Granatapfel. I'm in. Das ist halt Buntwaschmittel. Genau. Aber ich habe da gar nicht dran gerochen. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, aber like... Oh, riecht das lecker. Ich habe auch noch einen Granatapfel in der Küche liegen. Muss ich die Tage snacken. Oh, guck mal, wie praktisch. Kann man so durch die Gegend tragen. Ja, das war mein Haul. I'll fuck you right away. Schreibt in die Kommentare, welches Lied es ist. Ich sag's euch einfach. Es ist Inside von Jacquees und Trey Songz. Legs up. Wann kommt denn endlich der Part? Legs up. Da waren wir schon. I am confusion. Wir haben es geschafft. I'll fuck you right away. Es war einfach nur das Ende des Liedes und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich war so, the fuck, wie kann es sein, dass es nicht kommt? Oh, look who's here. Hey. Danke. Für die Karteikarten kannst du gleich welche da lassen. Ja. Kann ich schon mal lernen. Wir müssen eigentlich beide lernen. Aber guess what? Guess what? Wir gehen was essen. Leute, wir sind bei Jojo Food World, wo ich immer alle Leute hinschleppe. Und heute ist Jule die Glückliche. Und wir haben einen Gyros-Teller. Ein... Oh, ich weiß gerade nicht, welcher ist. Ich glaube, das ist Bacon Cheese hier vorne. Und das ist Chicken Hawaii. Irgendwas. Und wir teilen uns alles, weil wir wollten von allem ein bisschen probieren. Von allem ein bisschen. Wir sind auf dem Kopf, ja? Ja, das ist nur der Bildschirm. Der Bild ist das Große. Aber damit mit dem Großen kann man nicht so gut, oder? Ja, du kannst auch das Kleine. Ready? Ready? Oh, shit, das hängt da. Okay, let's go. Ich hab Angst, ich weiß nicht, wo du bist. Da stand sie da so.
Okay. 3, 2, 1. Jetzt geht's wieder los. Ab in den Horrorfilm. Ich kann auch nicht die Schnauze halten. Hab ich dich getroffen? Hast du dir selber wehgetan? Ich hab gegen die Tür raus. Oh nein, nein. Ich so. Als ob. Das wird später kommen. Aber ich dachte so, was ist die so? Aber das Fiese ist, man kann nur geradeaus oder, also, ja, weißt du? Ganz sicher machen. Aber pass auf mit deiner Hand. Nein, es gibt nur one way, oder? Or another. I'm gonna find you. Aber da geht's ready, ich will nicht. Oh. Hast du gar nicht deine Kapuze? Ich hab's gesehen. Komm. Ja, ich hab's. Don't try to be quiet. Also Leute, ich bin vorangekommen. Ich habe Englisch-Texte gelesen, weil ich musste ein bisschen was nachholen, was ich bisher noch nicht gelesen habe. Da bin ich auf jeden Fall gut dabei. Morgen ist Mathe angesagt und ich werde in meiner freien Zeit, die ja aber eigentlich für Uni auch eingeplant sein sollte, werde ich morgen in der Uni bleiben und lernen. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Wie gut es dann im Endeffekt klappt, ist die andere Frage. Aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich werde nicht nach Hause fahren, sondern mich dort hinsetzen und lernen und hoffentlich dann vorankommen. Und morgen ist so eine besondere Class von Torben. Special und es wird so gefilmt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich habe noch... ich habe einmal eine Class von Torben und Patrick zusammen gemacht. Hab schon ein bisschen Angst davor. Nicht unbedingt Angst, aber auf jeden Fall Respekt. Und es wird halt, glaube ich, a lot. Und mein Gehirn ist so... fähig ich nur so nicht a lot Tanz zu merken, deswegen bin ich so, I'm scared, aber ich freue mich auch gleichzeitig halt voll drauf, deswegen so, we will see, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber erst einmal muss ich Mathe überleben. So meine Lieben, ihr habt ein paar Tage gar nicht von mir gehört, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, ich weiß nur, dass es verdammt lange her ist. Mein Concealer sieht voll gelb aus, oh nein, seht ihr das, ich habe einfach gelbe Balken unterm Auge. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, weil ich schon wieder so halb am Einschlafen bin. Keine Ahnung, ob der wirkt, weil ich kann nach Kaffee eigentlich immer schlafen gehen. Also nicht, dass es mich müde macht, aber es macht keinen Unterschied in dem Sinne, wisst ihr? Deswegen, und ich habe neue Wimpern dran gemacht, weil ich habe ja die ganzen letzten Wochen die gleichen Wimpern drauf gehabt. Und da habt ihr mich ja auch alle gefragt, Laura, woher sind die und so weiter. Ich hatte die einmal gewaschen und dann musste ich die halt neu selber biegen und so weiter. Und dann sahen die voll schön aus. Und dann habe ich halt gestern wieder genappt und bin mit meinen Wimpern eingeschlafen und danach war die im Arsch, weil die irgendwie hier so hochgedrückt wurde und irgendwas war falsch und ich habe die nicht mehr in Form bekommen. Deswegen musste ich mich leider von den wunderbaren Wimpern verabschieden, die mein Leben bereichert haben, aber ich habe sie sowieso lang genug getragen und diese sind irgendwie komisch. Ich weiß nicht, woher ich die habe, so wie es mit allen Wimpern ist, aber ich mache die jetzt erstmal ab, weil... die liegen irgendwie voll komisch auf dem Auge und so weiter. Es lohnt nicht. Ah, jetzt sehe ich endlich wieder was. Ich finde es so geil. Ich habe so ein Meme gesehen. Oh mein Gott, das war einfach ich. Übrigens, meine Roomtour kommt. Keine Sorge. Ich habe euch ja schon vor 2 Vlogs oder so gesagt, dass meine Roomtour kommen wird. War halt immer noch nicht. Ich bin halt noch nicht so ganz fertig, zufrieden. Halt irgendwo schon, aber ich muss noch ein bisschen schauen, wie das mit der Deko und so weiter läuft, ne? Ich habe hier jetzt halt noch gerade diese Mio-Mate-Flaschen stehen. Wie oft kann ich noch über Mio-Mate reden? Aber ich habe 1, 2, 3, 4 leere Flaschen und dann habe ich noch 2 volle und dann war es das schon. Dann habe ich schon alle aufgetrunken. Aber wenn die weg sind, ich glaube, dann schaue ich, wie das hier dann alles läuft, weil die stehen halt gerade noch so ein bisschen unentschlossen da rum. Aber sonst kommt bald eine Roomtour und dann zeige ich euch mein ganzes Zimmer. Ich habe halt hier noch so einen riesen Karton stehen und den muss ich halt irgendwie in meinem Zimmer noch unterbringen. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, oder nicht? Dass ich mir Bettkasten holen möchte, Bettkästen. Und ich habe voll Muskelkater, oh mein Gott. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte euch noch was erzählen. Ich mache mal wieder tanzen, ne? Eine ganz besondere Tanzstunde von Torben. Ich habe den irgendwann schon mal in einem Video von mir erwähnt. In Kooperation mit Warner Music war das. Und er hat eine Choreo zu My Type von Saweetie gemacht. Ja, was soll ich sagen? Also, guck mal, ich bin oft in verschiedenen Tanzstunden und so weiter und...
ich bin eigentlich immer am struggeln. Also es kommt selten vor, dass ich so sage, och easy, wisst ihr, dass ich einfach so die Choreo schaffe. Sondern ich kann mir halt Choreos nicht so ganz merken und so weiter. Und er hat halt wirklich schon eine ziemlich lange Choreo mit vielen Details und so weiter beigebracht. Und es waren auch um mich herum ganz viele Leute, die machen das professionell, die tanzen seit Jahren und keine Ahnung was. Und ich habe mich so ein bisschen lost darunter gefühlt, muss ich sagen. Aber es war auf jeden Fall eine Challenge, wisst ihr, ich bereue es nicht, dass ich hingegangen bin oder so, aber es war halt schon nicht ohne, muss ich sagen, aber es war, ja, war schon heftig. Und gestern war ich wieder bei Patrick, dann habe ich noch diese Woche Afro und Dancehall gemacht, war auch cool. Alter, habe ich wirklich so viele Tanzstunden gemacht? Ja, oder? Ich habe heute voll Muskelkater, ich weiß gar nicht mehr wovon genau, weil es irgendwie links in meinem Rücken nur unten ist. Warum auch immer, woher das jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Noch irgendwo Muskelkater? Im Bauch auf jeden Fall. Von den ganzen Planks, die wir machen mussten. Ich muss gerade alles testen. In den Armen auch ein bisschen. Obwohl das geht. Oh, ich muss den Akku wechseln. Moment. So, hi, hier bin ich wieder, liebe Leute. Muss ich noch irgendwas nachholen, was ich diese Woche vergessen habe? Ja, gestern habe ich übrigens wieder 4 Stunden genappt, ne? Ich habe ja mein letztes Video auch danach benannt, aber ich habe ehrlich keinen Bock, dieses Video wieder danach zu benennen, weil es war halt... Irgendwo hat es mich schon aufgeregt, weil ich wollte einfach wirklich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde schlafen. Hab einen Wecker gestellt und dann bin ich beim ersten Wecker aufgewacht und dachte ich so, oh nee, geht gar nicht. Hab Schlummern gedrückt, ging immer noch nicht. Dann habe ich eine halbe Stunde später den Wecker gestellt. Also daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern, wie ich ihn ausgemacht habe. Und habe dann einfach weiter geschlafen und geschlafen. Und dann dachte ich mir so... Wollte doch einfach lernen. Egal mit wem ich rede, alle haben so ein kleines Motivationstief. Ich frage mich so, wird es noch tiefer oder geht es irgendwann wieder hoch? Aber ganz viele sind so, ist einfach nur nervig, was wir machen. Dieses ganze, in Englisch zum Beispiel, diese ganze Literaturkram. So, man kommt irgendwie gar nicht hinterher. Und es ist langweilig irgendwie auch. In Mathe brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Kennt ihr ja meine Meinung. Ich denke halt echt so jeden Tag darüber nach, soll ich vielleicht lieber was anderes machen. Und ich glaube, das ist aber auch irgendwo normal, weil ich meine, die Option steht ja immer offen. Ich glaube, in der Schule war es irgendwo, wobei, man hätte natürlich auch nach der 10. gehen können und so weiter. Aber es war halt so, diese 13 Jahre, die ich machen musste, waren irgendwo safe. Da ging halt kein Weg so drumrum, wisst ihr. Nachdem die 13. halt vorbei war, fing halt dieses Spiel bei mir an. Und jetzt ist es halt so, selbst wenn ich mich quasi für irgendwas entschieden habe, denke ich ja trotzdem so, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Und ich glaube, das wird auch niemals vorbeigehen. Und ich glaube, mit diesem Gedanken muss ich mich einfach mal anfreunden, dass ich wirklich immer denken werde, vielleicht gibt es ja was Besseres, vielleicht gibt es was anderes, vielleicht würde ich das lieber machen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte ja schon gerne Lehrer sein, aber dieses Studium ist halt echt so... Was mich halt, glaube ich, wirklich so aufregt, ist... Dass ich einfach weiß, dass man als Lehrer das alles nicht braucht, was wir machen. Was ist eigentlich mehr gefragt zurzeit? Grundschullehrer oder alle anderen? Ich habe gehört Grundschule, aber gleichzeitig ist der NC halt voll hoch bei Grundschule. Deswegen bin ich irgendwie verwirrt. Die Wimpern mache ich als nächstes dran. Die sind halt auch voll fein, aber die gehen auch wieder kurz hinten. Das werden meine neuen Alltagswimpern. So, und damit ihr jetzt Bescheid wisst, die werde ich immer benutzen. Ich werde die noch tuschen und so weiter. Also die sind noch nicht so in ihrer Endform. Auf jeden Fall das hier, Leute, sind die Full-Look-Wimpern von Primark. Ich kaufe voll oft meine Wimpern bei Primark, weil guck mal, die kosten einfach nur 1,50 Euro. Also die ich mir hier gerade rausgesucht habe. Es gibt auch teurere. Ich habe auch ein paar teurere ausprobiert. Ich hatte jetzt schon lange nicht mehr so die günstige Variante. Aber so sehen die aus. Seht ihr, so sollen auch Wimpern für mich aussehen. Immer so ein bisschen dickerer Strang, wieder weniger, wieder dicker. Und dadurch sehen die halt so fein und natural aus. Für die Leute, die bald auch in meinen Videos fragen werden, hey Laura, was trägst du da für Wimpern? Damit ihr alle Bescheid wisst und meine Assistenten, also ihr, könnt dann immer schon antworten. So, das sind die Full Look Lashes von Primark. Und wie gesagt, es gibt auch ein bisschen teurere, aber ich finde immer noch 3,50 Euro für Wimpern ist sowas von in Ordnung. Die sind halt auch wunderschön, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu stark für jeden Tag. Das sind die Fantasy Fairy Lashes. Ich schaue die mal kurz an, weil wer weiß, vielleicht sind die doch nicht so stark. Don't make promises to me that you're gonna break. Ich höre die ganze Zeit so ein Lied, das ist so schön. Wo ist das? Promises to me that you're gonna break.
Ich kann mal gerne ein ganzes Video über Wimpern machen, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals machen werde, weil ich hatte das schon länger geplant und es ist halt nie was draus geworden. Aber so sehen die Wimpern von der Länge aus, wenn ich die aus der Packung hole, ne? Das Licht macht gerade auch Spielchen. Ich mach mal eben eine Lampe an. So, viel besser. So, jetzt seht ihr es. Also, so sehen die Wimpern aus. Ich habe die jetzt echt nur so angelehnt und so mache ich das am Anfang auch, weil ich weiß halt, dass ich hier da immer anfange mit den Wimpern. Der Platz ist safe. Da fangen sie an. So, dann lege ich es an und sehe, okay, es ist viel zu lang. Es hängt so runter, seht ihr das? Und so möchte ich halt nicht, dass meine Wimpern aussehen. Also sehen vielleicht manche Leute anders. Vielleicht möchtet ihr auch den Look haben. Aber ich werde auf jeden Fall einen Strang hier abschneiden. Den dickeren und vielleicht noch das nächste dünnere. So, das mache ich gleich mal mit euch zusammen, damit ihr das jetzt auch mal hier live mitbekommt, wie ich das mit meinen Wimpern mache. Ich bin ja Wimpernexperte, ne? Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, also ich glaube, ein bisschen was kann ich euch erzählen. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch, das zu fokussieren hier. Genau, und dann schneide ich diesen dicken Strang ab. Dann lege ich es nochmal an. Don't make promises to me that you're gonna break. Ich glaube, die sind echt nicht so stark. Irgendwie habe ich mir die stärker vorgestellt, aber ich glaube, vielleicht werde ich auch die jetzt als nächstes tragen. Also, ich weiß es noch nicht. Entweder Full Look oder Fantasy Fairy von Primark beide. Ja, ich habe eine Zeit lang halt immer die von Adele getragen, aber ich musste neue ausprobieren und so weiter. Und die letzten waren so geil. Ich weiß einfach nicht mehr, welche das waren. Ich glaube, die waren aus London von Superdrug vielleicht. Oh, so sieht's aus. Ja, und ich werde die noch, wenn ich die dann das nächste Mal auftrage, werde ich die halt tuschen und so weiter. Aber jetzt lasse ich es erstmal. Ich lege die wieder zurück in die Packung. So, ich habe euch erzählt, ich werde als nächstes die Full Look Lashes tragen, aber ich werde die hier jetzt als nächstes benutzen. Also, meine Assistenten, damit ihr Bescheid wisst, Girls with Attitude GWA London Fantasy Fairy. Das sind meine nächsten Lashes. Schreibt es euch auf. Ach, das ist ähnlich als Thumbnail, warum pose ich hier? So, und die Full Look Lashes kommen jetzt wieder zurück in den Schrank. Sorry, die haben mich doch nicht so überzeugt gerade. Ich habe aber eine ganz fixe Idee, Leute. Ja, jetzt ist mir was Gutes eingefallen. Damit ich euch diese Frage halt auch beantworten kann, weil langsam nervt es mich ja auch schon, dass ich euch nie sagen kann, welche Lashes das sind. Ich werde einfach so Notizzettel draufkleben, weil hier, ich habe ja diese schlauen Dinger. Und dann werde ich jetzt einfach mir so ein pinken Schnapp hin. Hier ist halt der zweite von meinem Paar, von meinen Favorite Lashes. Ich weiß nicht, ich werde den erstmal behalten. Wer weiß, vielleicht habe ich nochmal irgendwie einen, der dazu passt oder so. Who knows? Who knows, Alter. Mir hat ja auch jemand unter das Video geschrieben, lass das mal lieber mit dem Lehramtsstudium und schmink dich weiter. Das reicht als Beruf. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Genau das werde ich jetzt auch tun. Ja, ich werde mich jetzt einfach nur als Beruf schminken, damit wir alle wichtigen Informationen hier draufstehen haben. Hier, das ist übrigens mein Augenbrauengel, weil ich hatte mal irgendwann, wusste ich nicht, wo ich es drauf machen soll. Guck mal, ich mache hier immer mein Augenbrauengel drauf, immer so ein Klecks und dann mache ich jeden Morgen meine Augenbrauen. Aber ich hatte den Blog irgendwie nicht dabei oder so und dann habe ich es da drin gemacht. Organization Tips DIY mit Laura Lareva. So, und jetzt werde ich mich ein bisschen ins Bett chillen. Ich muss heute mal Abstand von Menschen haben, weil ich habe irgendwie jeden Tag die ganze Zeit alles so, die ganze Zeit irgendwas mit Menschen, muss die ganze Zeit mit Leuten reden und so, was ich liebe. Einerseits auch gut, nachdem man so, sage ich mal, so lange zu Hause war und nicht so viel Kontakt zu der Außenwelt hatte. Aber jetzt habe ich gerade das Bedürfnis, mit niemandem zu reden und einfach nur ein paar Stunden meine Serie zu gucken. Ich gucke nämlich gerade, oh, warum liegen hier noch jetzt die Lashes? Jetzt habe ich da gar keine Verpackung für. Hä? Wo hatte ich die denn drin? Ich glaube, ich schmeiße einfach die hier auch weg, die zweite, weil das bringt ja nichts. Ciao, Wimper. War schön mit dir. Ja, genau. Was ich gucke, ich habe irgendwie gestern im Schlaf auch Riverdale geguckt. Als ich halt von meinem Nap dann irgendwann erwacht bin, habe ich gesehen, dass ich es im Schlaf scheinbar zu Ende geguckt habe. Aber ich habe in Wirklichkeit echt nur so die ersten 5 Minuten oder so gesehen. Deswegen schaue ich gerade die Folge noch zu Ende. Dann habe ich noch ein paar Folgen Atypical, weil da ist die 3. Staffel rausgekommen. Black Mirror habe ich ja noch ein paar Folgen. Und ich habe noch eine Folge Leben ohne Papiere, genau. Also habe ich genug Stoff, den ich mir jetzt reinziehen kann. So Leute, haut rein. So Leute, ich war jetzt heute schon unterwegs. Hab mal natürlich wieder nicht gevloggt. Ist ja auch eine Überraschung, wenn ich es getan hätte. Jedenfalls war ich mit Luisa auf dem, es war so ein Blogger-Flohmarkt quasi, aber von SOS Kinderdörfer, also die
der Erlös geht halt an SOS Kinderdörfer, genau. Da waren halt so Blogger, die ihre Sachen verkauft haben, aber ich kannte die ehrlich gesagt nicht. Also die einzige Person, die ich so vom Sehen kannte, war Jack Strifey. Ich weiß nicht, den kennt vielleicht einige von euch wegen Bonnie Strange. Und auf jeden Fall, er hat auch so sein Zeug verkauft. Und ich habe dann noch bei so anderen Leuten, keine Ahnung, wie gesagt, ich kannte die nicht, habe ich noch so ein Shirt gefunden. Und das sieht so süß aus. Guck mal, ich habe zwar schon so eins in der Art, beziehungsweise sogar zwei, aber ich finde es so schön. Es ist halt weiß und ich bin so, ich möchte ein bisschen mehr weiß in meinem Kleiderschrank haben. Weiß nicht warum, ich kaufe mir ab und zu weiße Sachen und bin so, yes, I kinda like it. Wisst ihr, so zu dunklen Haaren, braune Haut und dann so weiß. Hat irgendwie was. Das hier noch nicht einmal anprobiert. Ich muss gleich mal anprobieren. Es war ehrlich gesagt auch viel zu überteuert. Ich habe 20 Euro dafür gezahlt. Für ein Secondhand-Shirt. Ist eigentlich nicht so. Wobei ich glaube, ich hätte für das andere genauso viel gezahlt. Es war ein bisschen überteuert, aber ich dachte mir, komm, es ist für einen guten Zweck. Ist in Ordnung. Und jetzt werde ich erstmal mich kurz beruhigen. Ich muss auf jeden Fall mein Zimmer aufräumen, weil es sieht nicht schön aus. Dann werde ich mir was kochen und dann werde ich zu einer Tanzstunde fahren und da freue ich mich schon drauf. Leute, was geht ab? Ich habe das Gefühl, ich vlogge echt die ganze Zeit nur aus dieser Perspektive, weil mir immer wieder beim Schminken so einfällt. Oh, damn, Laura. Mein Concealer ist falschfarbig, oder? Ich glaube, ich muss nochmal den hellen drauf machen. Irgendwie passt es hier nicht so ganz. Naja, auf jeden Fall fällt mir immer beim Schminken dann auf, dass ich die ganze Zeit nicht gevloggt habe und dass ich das mal hier ein bisschen nachholen muss. Es tut mir leid, aber irgendwie bin ich einfach manchmal zu dumm, um zu vloggen. Gestern war ich auch unterwegs und so weiter. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann hole ich eh nicht die Kamera raus. Kamera-Time ist so Me-Time irgendwie, wisst ihr? Und wenn ich mal unterwegs bin, filme ich vielleicht mal kurz mit anderen Leuten. Aber so weird, wisst ihr? Das ist so, I don't know. Ich fühle mich immer so komisch, wenn ich dann vlogge. Ich kann dann nicht so runterkommen, chillaui. I don't know, man. Aber eigentlich wäre es lustiger, wenn ich mal draußen vloggen würde. Wisst ihr, wenn ich mal so zeigen würde, was ich so mache. Und so hat man halt den Eindruck, dass ich wirklich die ganze Zeit nur zu Hause bin. So, man sieht irgendwie kaum was. Aber folgt mir gerne auf Instagram, weil da mache ich meine Instagram-Stories. Ich habe es ja jetzt endlich geschafft, mal regelmäßig immer was in meine Story zu posten. Weil am Anfang war ich voll der Instagram-Story-Hater. Noch bis zu vor ein paar Wochen eigentlich. Also ich habe wirklich nie was dort in meine Story gepackt. Also von dem, was ich gerade mache. Ich habe mal so reingepostet, neues Video oder hier, wie ich das so gerne mache, Wohnungsvermittlermäßig. Habe so diese ganzen Sachen repostet. Like, now I'm trying to put some stuff in there. Naja, auf jeden Fall mache ich mich gerade fertig. Ich treffe mich gleich mit Jule. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es mal zu vloggen. Who knows, Alter, who knows, weil ich weiß es halt nicht. Gestern war ich bei einem Tanzworkshop. Also es waren zwei Tanzstunden von Camillo. Ich weiß nicht, ob den einige von euch kennt vielleicht. Ja, ich glaube, der ist auf, ich glaube, der hat viele Follower auf Instagram. Also könnte sein, dass ihr den kennt. Follow Camillo heißt er. Der kommt aus Pforzheim und der ist Background-Tänzer von Helene Fischer und Britney Spears gewesen. Aber Britney Spears Show ist halt nicht mehr da, deswegen ist er nicht mehr da. Aber er tanzt für Helene Fischer. So, und er tanzt einfach für meine russische Sis Helene. Na, der war auf jeden Fall richtig cool. Und dann war ich noch mit Patrick und Ada unterwegs. Beziehungsweise nicht wirklich unterwegs, wir haben Essen bestellt. Ich habe halt so ein Gericht bestellt, da stand dran sehr scharf. Und es war einfach gar nicht scharf. Also klar, es war so ein bisschen Spice drin, aber bei sehr scharf habe ich mir schon ein bisschen mehr vorgestellt. Dann bin ich heute irgendwie voll früh wieder aufgewacht. Ich dachte mir so, ich habe eigentlich noch nicht ausgeschlafen. Dann habe ich irgendwie versucht nochmal zu schlafen. Dann habe ich irgendwie auch nochmal geschlafen. Und dann konnte ich die ganze Zeit nicht aufstehen. Und jetzt ist es irgendwie schon wieder so spät. Und ich bin gar nicht vorangekommen hier mit irgendwas. Ich habe so ein bisschen Haushalt halt gemacht. Wäsche gewaschen, bisschen gesaugt und sowas, aber nicht ganz das, was ich wollte. Und ich habe schon 2 von 4 Übungsaufgaben von meinem für Mathe. Eigentlich wollte ich halt heute lernen und so weiter, aber irgendwie, wie gesagt, die Zeit ist geflogen. Plötzlich hatte ich irgendwie keine Zeit mehr und musste mich fertig machen und so. Und ich treffe mich, wie gesagt, ach, habe ich schon gesagt, ne, ich treffe mich, Jule, genau. Und ich dachte ja, dass die Wimpern irgendwie stärker sind. Ich habe sie so drauf gemacht, so, die sind echt nicht stark. Das sind übrigens diese Wimpern. Für die Leute, die fragen, es sind die Girls with Attitude Fantasy Fairy. Ich habe es euch schon erzählt. Aber das sind die, die ich jetzt die ganze Zeit tragen werde, bis sie auseinanderfallen. Wer hat das Lied erkannt? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand erkannt hat. I komm einfach rein, Schuhe aus. Kein Plan, wo du meinst. Keine Ahnung, wie der Text geht. Alles wird heut. Ich
Ich kann die Erde nicht mehr fühlen, so weit entfernt die Düte. Na, 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 na. Stimmt, morgen ist wieder Videoschneiden angesagt. Ich vergesse das halt immer, weil ich bin so, ach ja, Montag habe ich Zeit, da mache ich halt das und das. Und dann fällt mir im Endeffekt ein, dass es ja mein Videoschneidetag ist und ich eigentlich gar keine Zeit für irgendwas anderes habe. Und, ne, super, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Also ich bin eigentlich froh, dass es bisher so mit dem Videoschneiden und so weiter klappt, aber ich komme halt echt in der Uni nicht voran. Nicht aufgrund von fehlender Zeit, sondern aufgrund von fehlendem Zeitmanagement, sodass ich halt immer irgendwas verpeile, irgendwie aus Versehen einschlafe, irgendwie doch was anderes mache, die Wohnung putze, statt zu lernen. Es geht schnell, dass man irgendwann nicht mehr hinterherkommt, wisst ihr? Es geht so schnell in der Uni. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch so einen Kommentar gelesen. Da meinte jemand, also ganz viele haben mir halt gesagt, so, ja, Laura, du musst dich halt einfach durchschlagen. Und glaub mir halt, wenn du fertig bist, dann, keine Ahnung, wirst du halt voll froh sein, bla, dies, das. Ne? Man muss halt einfach durchkommen. Und dann hat jemand das kritisiert und meinte so, warum wollt ihr denn alle durchkommen, wenn euch das gar nicht interessiert und so weiter. Und ich denke mir halt so, vor allem bei sowas wie Lehramt, diese Themen, die wir jetzt in der Uni machen, das wird dich ja gar nicht mehr betreffen. Dieses zum Beispiel, diese Transkription, die wir jetzt gerade machen müssen in Englisch, klar, irgendwo wird das immer wieder aufkommen, weil es steht ja auch in Pons und so weiter, aber du wirst es ja nicht deinen Schülern beibringen und so. Also es werden ganz andere Themen sein. Genauso wie in Mathe ist es halt so, das, was wir jetzt machen, das musst du ja als Lehrer nicht unterrichten. Und ich glaube, damit ist dieses Durchkommen gemeint, weil im Endeffekt wissen wir ja alle, was in der Schule auf uns zukommt. Ne? Wir haben es ja alle schon hinter uns. Und das, was wir da gemacht haben, ist ja völlig in Ordnung. Kann ich auch super gerne unterrichten, aber das, was ich jetzt lernen muss, naja, ist halt so semi-geil, ne? Muss man schon zugeben. So, ich bin fertig geschminkt, es ist okay. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich los. Eben flott hier zu Ende schminken, noch ein bisschen Rouge draufballern und dann hat sich das auch hier erledigt. So, oh, ich habe meine Haare gar nicht gemacht. Oh, was mache ich mit meinen Haaren? Die sehen katastrophal aus. Naja, bleiben wir einfach mal beim Dutt, I guess. Moment, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich was Falsches nachgeguckt? Okay. Das ist er. Der stand eigentlich hoch. Ich mag ja, wenn der Dutt so aussieht, ne? Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an Diana Matos und Ned Bat. Die tragen irgendwie immer so einen Dutt. So, was mache ich jetzt damit? Meine Haare hatten auch schon schönere Tage hinter sich, ne? Hässlich. Okay. Ja, ich muss mir was überlegen. Ich muss los. Hallo Leute, es ist schon Montag, aber ich habe vergessen, gestern den Wochenvlog zu beenden. Deswegen mache ich es jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich wollte irgendwie die Kamera so zumachen. Mache ich das jetzt? Cooler.